Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Dark Souls Remastered auf dem PC. Mit mir von New Gamblers als Hobby. Und während ich das sage, bin ich ihn schon wieder am Rumgucken. Ein Schritt zurück, Leertaste. Ich drücke Leertaste, kommt kein Schritt zurück. Aha. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Da kommen wir nicht hoch. Hier hinten ist auch nichts. Auf jeden Fall läuft er ziemlich schwer für dich. Da geht's hoch, hier geht's runter. Da habe ich mich jetzt voll erschrocken. Damit hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das Ding, dass da was runterkullert. Blutfleck berühren. Achso, da ist einer gestorben in dieser Hinsicht. Okay. Ist verschlossen. You. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Was ist das? Fünf Stück erhalten. Oh, and this. Schlüssel Untoten aus Südost. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Aha, okay. Einfach mal alle umbringen. Ich wette, ich kann jetzt da oben rein. Beziehungsweise hier die Tür wieder öffnen. Somit auch mal wieder heilen. Schauen wir mal. Aua! Kam der denn schon wieder hier? Rechtwaffe in beiden Händen ausrüsten. F. Mhm.
Sprungangriff. Ist doch kein Tritt. Oder meint er so? Auch kein Tritt? Nee. Keine Ahnung, was er meint damit. Rassen belebt die Gegner wieder. Ah ja, okay, jetzt haben wir's. Jetzt hab ich verstanden, warum da plötzlich der Gegner wieder war. So, Rassen belebt die Gegner wieder. Der Ton ist echt toll. Während des Fallens Sturzangriff. Was für ein Fallen? Drücke hinter einem Gegner. Kritischer Angriff. Parieren, Angriff abwehren. Okay. Also schwer sind die Gegner jetzt in dieser Hinsicht zwar nicht, aber wenn ich jetzt wieder zurückgehen müsste, um mich zu heilen, leben die Gegner ja wieder alle. Verschlossen. Ich stehe jetzt platt wach. Ich glaube, ich bin tot. Was ein fettes Vieh, ey. Reingerannt. Okay. Ja, der Sieg. Zwischen des großen Pilgers 1. Menschlichkeit 1. Achtung vor die Hinterteil. Versuch's mit Hinterteil. Okay. Irgendwie läuft noch so einer rum, scheinbar.
Gibt es hier Sachen zu finden? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal nicht, das sollen einfach nur Special Effekte sein, wenn er hier irgendwie was ganz klein macht. Wenn ich da jetzt mich heilen gehe, ist er dann wieder da? Ich nehme es mal an. Von daher gehen wir uns jetzt mal nicht da heilen. Schlüssel des großen Pilgers benutzt. Wow. Okay, scheint wohl nicht. Oh, doch, geht es runter. Aber auch nicht allzu weit. Gut gemacht, weiter geradeaus. Na gut. Ah, guck an, hier gibt es auch noch was. Pass auf, Heiliger. Okay. Sehr gut. Die Tür ist noch offen, also kommt der Gegner nicht nochmal, oder? Nein. Sehr gut. So, gib mir meine Punkte wieder. You. You. Give me. Warm. Give me. Soft. Ich soll jemandem was Weiches geben. Was Softes. Keine Ahnung. Gibt's nichts, ne? Das ist blöd, wenn man so ein Spiel nur anfängt. Man weiß nicht, inwiefern man alles absuchen soll. Pass auf, zäher Feind. Wo denn? Viel Erfolg. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Damit bin wohl ich gemeint. Lordran. Lordran. Danke fürs Absetzen. Einlagern, wie sieht's aus? In Nordrhein, steige auf und entfache Leuchtfeuer. Okay.
hochsteigen. Eid entfachen. Ausfüllen und umkehren. Was ist das denn? Aufstieg zu steigern das alte Gut auswählen. Okay, was kann ich denn auswählen? Und wie oft kann ich etwas steigern? Unten links wird mir auch nichts angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht, was ich machen darf, was ich machen soll. Seelen 2680, nötige Seelen 741 für irgendetwas. Ganz ehrlich, ich blicke hier gerade nirgendwo durch. Ah ja, okay. Erstmal ein bisschen Resistenz und die Stärke einmal hoch, würde ich jetzt mal sagen. Was auch immer Eid ist, ich habe keine Ahnung. Hier gibt es ja so gut wie gar keine Erklärung, das ist echt Mist. Höhle umkehren. Ich habe keinen Schimmer, was es sein soll. Ich lasse es mal so einfach sein. Sicherheitshalber. Keine Ahnung, was passiert. Was haben wir denn da? Ein See? Ein See? Oder so. So, was ist denn mit dem? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Not too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Okay. Was ist, wenn ich ihn umbringe? Soon regret this. That's just embarrassing. I wouldn't do that to you. That's an counter attack of the monster.
besser tot. Man muss es doch mal ausprobiert haben, oder? So, wenn ich jetzt speichern gehe, ist er dann wieder da. Ich meine, an sich war es ja gar kein Feind, sondern, schauen wir mal. Na gut, ich würde jetzt wiederum aber erstmal sagen, kann man irgendwo speichern oder sowas? Statusanzeige, Option anpassen, Spiel beenden. Keine Ahnung, ob man irgendwie speichern kann. Wir gehen jetzt einfach mal hier ins Lager. Wir können aufsteigen. Einmal zumindest nochmal. Das hatte nicht gezählt alles. Warum hatte das alles nicht gezählt? Komisch. Ah doch, jetzt bin ich Stufe 9. Hä? Muss man nicht verstehen, oder?
So, okay, da haben wir den doch jetzt mal platt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin ja ein paar Mal gestorben, weil es einfach irgendwie nicht ordentlich hingehauen hatte. Aber wir haben es dann doch geschafft, weil eigentlich an sich ist es nicht schwierig gewesen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns auf das nächste Mal wieder. Hier beim nächsten Teil. Vielleicht ging der Teil jetzt auch mal ein bisschen kürzer. Ich weiß es nicht. Ich muss ihn schneiden. Wir sehen es dann. Tschüss. Das war von mir. Gameplays als Hobby. Mit Dark Souls Remastered. Bis dann.